denkt dran, Polly Pocket hat den Startplatz 1. Bereit für das große Abenteuer? Sind wir doch immer. Du kannst nicht abwarten. Können wir erst was essen? Zum Helm fast eine Lippenstift. Alle bereit. Der absolut beste gebaut. Genau wie die letzte Aufgabe bei Schnell, Schneller, Berühr. Unsere Lieblingssendung. Ja, ich habe einfach nur die Schaufelrampen mit den Schnellspuren und dem 360-Grad-Looping verbunden. Eigentlich ganz einfach. Und dann noch die Rundbögen mit dem, wie war das? Oh, cool. Ja, verstehe. Also gut, genug mit dem Geplapper. Wir sind hier in einem Rennen. Raketenantrieb! Ich versuche gerade, mich an was Wichtiges zu erinnern. Die möchte ich genießen. Lea, keine Zeit zum Träumen. Mach nächstes Mal ein Aber Foto. Aber Polly, es ist doch so schön. Aber Lea, dies ist ein Wettrennen gegen die Uhr. Oh ja, die Uhr, die Ziellinie. Darauf kommt es an. Ich kleines Dummerchen, ich. Du bist 5 Sekunden zu langsam. Wie sagt Frau Professor Dr. Cassandra Alexandra doch immer? Nicht schnell, sondern die Erste sein. Und sie weiß alles über Nervenkitzel. Endlich, was mir nicht einfiel, als ich mich unbedingt daran erinnern wollte. Polly, ich muss dir unbedingt was sagen. Ich weiß, ich muss Zeit am Luftschnappgipfel herausholen. Die Langsamste muss die Mode vom letzten Jahr anziehen. Ach, du bist gemein. Nun komm schon, Lea. Willst du diese Bahn nicht bezwingen? Nein, ich möchte nur Spaß haben. Das sieht alles so lila aus. Ich find's eher violett. Polly, du liegst 3 Sekunden hinter dem Rekord. Abkürzung! Endlich! Polly! An der Bahn! Fehlt ein Stück! Ich weiß, nur noch ein kleines Stück bis zum Ziel. Was? Warte, Polly! Bestimmt ein Riesenspaß. Der absolut Beste. Oh, ich muss es noch mal versuchen. Shani, wie schnell kannst du fertig werden, wenn wir alle mithelfen? Sei die Schnellste und die Erste. Polly Pocket, bist du die Beste? Bist du mein neuer Star? Rechnung, Eingabe der Zahlenfolge für das Theorem der statischen Wahrscheinlichkeit. Polly Pocket multipliziert mit dem Star-Quotienten hoch x. Mal sehen, was der Prognoserechner anzeigt. Schneller berühmt wird offiziell unwiderruflich und unumkehrbar die meistgesehene Sendung absolut aller Zeiten sein. Und ich, Frau Professor Dr. Cassandra Alexandra, werde Fernsehgeschichte schreiben. Ich habe schon ein Plätzchen reserviert für die allerhöchste Auszeichnung für die meistgesehene Sendung absolut aller Zeiten. Seid ihr fertig? Nein. Und jetzt? Nein. Geduld? Ist eine Stärke. Ja, die mir fehlt. Das war ein ganz toller Moment. Kannst du dich noch erinnern, als wir die gemacht haben? Die doppelte Drehung in der Luft war mir zu schwer. Aber du hast eine Schraube mit Bauchlandung im Wasser geschafft. Das war viel spaßiger. Hey, Frau Professor Dr. Cassandra sagt, sei nicht schnell, sondern die Schnellste. Keine Rede von Spaß. Ich gehe schon. Oh nein, ich bin schneller. Oh, und gewonnen hat
Polly Pocket! Du, Polly Pocket, wurdest unter Tausenden von Bewerberinnen für die krasseste, schnellste und fantastischste Sendung im Fernsehen ausgewählt! Dazu, Polly. Die Fans interessiert das brennend. Tja, nein, danke. kleiner Spaß. Reingelegt. Schnell, schneller berühmt. Oh, Cassandra, Alexandra. Unglaublich. Polly, bist du bereit für den größten Nervenkitzel deines Lebens? Gemeinsam mit deinen Freundinnen? Sie? Und meine Freundinnen dürfen auch mit? Aber natürlich, es ist ein Wettbewerb. Zum allerersten Mal in der Geschichte von Schnell, Schneller, Berühmt treten Freunde gegeneinander an. Nach meinen Berechnungen wird das ein riesiger Zuschauererfolg. Hey, bist du der Junge, der das Video gedreht hat? Ja, ich bin Rick, ihr größter Fan, Cass. Ich meine, Dr. Abenteuer. Ich erkenne Talente und weiß alles über Nervenkitzel. Hättest du Lust, herzukommen und einen Film zu drehen? Über mich? Ich glaub's nicht. Ist das Ihr Ernst? Ja, ich brauche jemanden, der die Geschichte meines Lebens erzählt, damit andere unbedingt so werden wollen wie ich. Das ist unglaublich, total unglaublich, danke. Danke, oh Mann. Der Wettbewerb fängt gleich an. Auf geht's ins Studio. Warte. Diesen Moment möchte ich festhalten. Keine Zeit, ich muss in einer Show gewinnen. Du hast doch gesagt, ich soll Fotos machen. Wie hoch fliegen wir denn? Wir knallen gegen den Mond. Das ist nicht der Mond, das ist Cassandras Studio. Ich kann nicht glauben, dass wir wirklich hier sind. Hier, ein Swimmingpool. Und da. Und eine Kletterwand. Leute, seht ihr das? Wie cool ist das denn? Aber wo ist... Cassandra Alexandra, Schöpferin des Abenteuerprojekts 3000. Es stimmt, ich weiß alles über Nervenkitzel. Nimmst du diesen Moment auch für mein Video auf? Aber natürlich! Sperrt eure Äuglein auf, das Allerheiligste, wo sich alles abspielt. Ich werde euch herumführen, beeilt euch. Ich habe noch eine sehr wichtige Besprechung. Hier ist mein Raum für Spielereien mit modernster Ausrüstung. Irgendwie sehen all die Sachen aus, als hätte sie nie jemand angerührt und schon gar nicht damit gespielt. Plastik. Ist das die neue Kollektion? Streng geheime Mode. Wir sollten das untersuchen. Dieses Luftschiff fliegt in 10.000 Meter Höhe. Es wird von einem Plasmafusionsspaltreaktor angetrieben. Ist das der XT-105 mit Nuklearpropeller? Shani! Kommt und rödelt nicht herum. Abenteuerkandidatinnen bleiben immer in Bewegung und haben immer die Ziellinie im Blick. Hast du das gehört? Die Ziellinie im Blick. Seht nur, ein 360-Grad-Panoramablick auf die ganze Welt. Ich habe keine Zeit mehr. Hey, von hier sind wir doch losgegangen. Wollten Sie nicht zu einer Besprechung? Ganz richtig, zu einer Besprechung mit dir, Polly. Ich sehe, wie sehr du meine Trophäenwand bewunderst. Naja, ich habe auch eine, aber nicht so groß. Ihr Leben muss bisher sehr spannend gewesen sein, um die alle zu gewinnen. Das sage ich mir auch. Aber eine Trophäe fehlt mir noch. Die Auszeichnung für die meistgesehene Fernsehsendung absolut aller Zeiten. Und du wirst mir helfen, sie zu gewinnen. Werde ich das? Du bist ein Star, Polly. Mein Star. Eine Kämpfernatur, die alles tun wird, um zu gewinnen. Also, ich weiß nicht... Du hast etwas ganz Besonderes, Polly Pocket.
Ich weiß, dass du das Zeug hast, als erste Kandidatin überhaupt den Schlusswettbewerb zu überstehen und gekrönt zu werden zu... Ersten Mistnervenkitzel aller Zeiten? Glauben Sie das wirklich? Natürlich. Die Zuschauer werden dich lieben und meine Einschaltquoten werden explodieren. Wenn ich 50 Megamillionen Zuschauer erreiche, dann gewinne ich den Preis, komme in die Hall of Fame und kriege vielleicht sogar ein Denkmal. Es liegt alles an dir. Enttäusch mich nicht. Jackie Brisbane hier, direkt über der Vulkaninsel. Seit 4 Jahren Schauplatz der gefährlichsten Aufgabe. Die Kandidatinnen hängen sich gleich unter ihre mit einem Raketenantrieb ausgestatteten Drachenflieger. Wer den mit glühender Lava gefüllten Vulkan am schnellsten umfliegt, hat gewonnen. Einfach, oder? Und seid ihr alle bereit für das Abenteuer eures Lebens? Ja! Schnell, schneller, berühmt! Scheinwerfer, Kamera, Abenteuer! Hey, Leute! Seht doch diesen wunderschönen Sonnenuntergang. Polly? Polly, weshalb bist du hier? Für den Sonnenuntergang oder um zu gewinnen? Lego! Jetzt komm ich! Warte! Das Publikum liebt sie. Ich wusste es. Habe ich meine vielen Doktortitel etwa umsonst? Ich bin brillant! Aha. Ausgezeichnet. Hättest du nicht so viel Zeit mit deinen Freundinnen verplempert, wärst du jetzt auf Rekordkurs. Oh, ich muss die Zeit wieder rausholen. Abkürzung! Polly fliegt direkt über die Lava. Naja, dann sollten wir ihr folgen. Ist ja wie im Backofen hier. Los, wir müssen mit Raketenantrieb raus hier. Polly! Polly, was machst du denn? Meine Freundinnen brauchen Hilfe. Haltet euch alle aneinander fest. Diese Sendung heißt nicht Freunde helfen Freunden. Und weißt du auch warum? Weil niemand das sehen möchte. Aber ich... Deine Freundinnen halten dich bloß auf. Sie werden dich den Rekord und 1000 Bonuspunkte kosten. So wirst du nie bis Nervenkitzel. Das war ziemlich unheimlich. Aber lustig. Es wäre viel lustiger gewesen, wenn ich den Rekord geholt hätte. Aber wir haben etwas zusammen erlebt. Sind wir nicht deshalb hier? Die Schnellste sein und gewinnen. Das ist der Grund, warum ich hier bin. Becky Brisbane hier. Unglaublich, diese Polly Pocket. Nach dem verpassten Rekord auf der Vulkaninsel hängte Polly sich so richtig rein und steigerte mächtig ihr Punktekonto. Und die Zuschauerzahlen klettern in die Höhe. Es begann in der Goody & Sons Süßigkeitenfabrik. Polly ging früh in Führung. Am Zuckerwasserfall machte manche ihrer Freundinnen ein dummes Gesicht. Ein zuckersüßer Triumph. Vor dem großen Shopping-Wettbewerb erreichte die Spannung ihren Höhepunkt. Welche Kandidatin fand am schnellsten ihren Stil? Nur noch Augenblicke bis zur letzten Aufgabe. Dem ultimativen Hindernisrennen. Die Spannung ist kaum noch auszuhalten. Wird Polly Pocket die allererste Miss Nervenkitzel? Nur noch eine einzige Aufgabe. Der absolut beste Tag, oder? Nicht wirklich. Eher nicht. Kommt schon. Seid bitte nicht sauer auf mich, nur weil ich gewinne. Sind wir gar nicht. Uns stört nur deine Art und Weise. Du hast mich mit Kuchen bekleckert. Und meine Schuhe ruiniert. Hört auf damit! Polly, wir finden, Cassandra hat schlechten Einfluss auf dich. Du denkst nur noch ans Gewinnen. Cassandra weiß alles über Nervenkitzel. Sie ist einfach...
Hey, wo wollt ihr denn alle hin? Hey, der absolut beste Tag? Ich weiß, du bewunderst Cassandra, aber... Du täuschst dich in ihr, Lea. Sieh dir doch all diese Trophäen an. Die bekommt doch nur, wer wirklich großartig ist. Weißt du überhaupt, wofür all diese Trophäen sind? Die sind ganz großartig. Die hier zum Beispiel ist für 1000 Stunden Fernsehen gucken. Ist das wirklich so eine tolle Leistung? Okay, okay, die ist vielleicht etwas daneben. Aber die hier ist für die meisten, ich hab's ja gleich gesagt, Kommentare? Für nachträgliche Besserwisserei. Löcher in die Wand starren. Das sind alles Trophäen für sinnlose Tätigkeiten. Rick, geht's dir gut? Ja, ich war stundenlang im Schneideraum. Merkwürdig, aber ich finde keine Aufnahmen von ihr außerhalb dieses Luftschiffs. Es kommt mir fast so vor, als ob... Cassandra weiß überhaupt nichts von Abenteuern. Ich glaube, sie hat selbst nie eins erlebt. Das kriege ich raus. Da ist ja mein kleiner Superstar. Ich prüfe gerade die Sehbeteiligung. Wir liegen schon bei 40 Megamillionen. Ich habe sie noch nie gefragt. Was war eigentlich ihr tollstes Abenteuer? Ich wüsste nicht, weshalb dich das interessiert. Wie viele waren sie beim Himmelsschreiben? Ihre Höchstpunktzahl beim Unterwasserbasketball? Ihr Lieblingssprung vom 10-Meter-Turm? Waren sie überhaupt jemals im Freien? Ich hätte oft Gelegenheit gehabt. Ich kenne alle Fakten. Das erwartet man von mir. Und ich gebe den Fans stets, was sie wollen. Und was sie jetzt wollen, bist du, Polly Pocket. Die erste Miss Nervenkitzel. Abwarten, ich habe noch nicht gewonnen. Will Polly Pocket etwa aufgeben? Nein, ich gebe nie auf. Aber die Allerschnellste, ohne meine Freundin zu sein, bedeutet mir nichts. Anscheinend haben sich die Rahmenbedingungen verändert. Kaum bist du ein Star, wirst du undankbar. So wie es aussieht, kriege ich die gleiche Sehbeteiligung, wenn du verlierst. Ich sorge dafür, dass du nicht gewinnen wirst. Wenn es eins gibt, das das Publikum noch lieber sieht als einen siegreichen Star, dann einen Star, der abstürzt und untergeht. Schöne Aussicht. Puh. Leute, es tut mir echt leid, dass mir Gewinnen wichtiger war als meine Freundin. Könnt ihr mir das nochmal verzeihen? Naja. Was denkst du denn? Natürlich verzeihen wir dir. Ihr seid wirklich die Besten. Natürlich willst du die Erste sein. So bist du nun mal. Ich danke euch. Aber ich kann nicht gewinnen. Wie meinst du das? Cassandra wird den Wettbewerb manipulieren und dafür sorgen, dass ich verliere. Das dürfen wir nicht zulassen. Du bist die einzig wahre Miss Nervenkitzel, Polly. Wir möchten doch alle, dass du gewinnst und werden dir helfen. Hört her, ich habe einen Plan. Also, ja, ich muss Ich grüße alle Freunde der Abenteuershow. Es wird Zeit für das Herzschlagfinale unseres letzten Wettbewerbs. Das ultimative Hindernisrennen. Ich hoffe, es wird klappen. Wenn nicht, macht's bestimmt Spaß, es zu versuchen. Der absolut beste Tag. Achtung, fertig, los. Ich habe ziemlich viele Tricks auf Lager. Beweisen Sie es doch! Ha, du vermisst deine Freundinnen. Hier sind sie. Nein. Ich weiß schon, was ihr Mädels vorhabt. Ihr wollt eure Outfits vertauschen, damit ich nicht weiß, wer Polly ist. Ups, ich setze einfach den Luftschnapptunnel außer Betrieb. Das hier wird Fernsehgeschichte schreiben. Der Untergang von Polly Pocket. Ja. Ja! Polly hat verloren! Ha!
Polly Pocket ist ausgeschieden. Moment. Das hier kommt gerade direkt von Cassandra. Laut den Hochrechnungen hat diese Sendung soeben die 50 Megamillionen Zuschauermarke überschritten. Cassandra hat die meistgesehene Fernsehsendung aller Zeiten produziert. Und hier ist sie, die berühmteste Frau unserer Zeit. Cassandra Alexandra. Das ist ein ganz außergewöhnlicher Moment. Vielen Dank. Es wäre natürlich viel schöner gewesen, wenn Polly Pocket diesen Moment mit mir hätte teilen können. Aber sie ist nun mal eine Verliererin. Nein. Das sieht mir gar nicht ähnlich. Was? Aber... Wir kannten ihre faulen Tricks. Deshalb haben wir untereinander die Kleidung getauscht. Das bedeutet, Polly Pocket hat gewonnen. Sie ist damit die erste Miss Nervenkitzel überhaupt. Du wirst es schaffen. Wir haben es geschafft. Und mir hat es total viel Spaß gemacht. Und du hattest recht. Hier eine ganz aktuelle Nachricht. Cassandra liegt in ihrer Hochrechnung daneben. Um ein paar Prozent. Sie hat den Zuschauerrekord doch nicht gebrochen. Sie müssen die Trophäe zurückgeben. Nein, sie gehört mir. Ich habe doch alles ausgerechnet. Ich kann sie nicht zurückgeben. Cassandra, alles in Ordnung? Das war unglaublich! Nochmal! Ich möchte das gleich nochmal machen! Jetzt wissen Sie wirklich, was Nervenkitzel ist! Naja, da wir die Punkte nicht zählen, gibt es keinen Sieger. Kleiner Spaß. Natürlich gewinne ich.